Ich rette sie, Nanny. Ich auch. In Ordnung. Haltet euch alle an diesem Seil fest. Dann könnt ihr nicht wegtreiben. Seid ihr bereit? Bereit. Wir kommen, Nanny Plum. Zugreifen. Zugreifen? Wo denn zugreifen? Oh nein. Wir kommen nicht bis zu Nanny Plum. Mr. Elf. Achtung. Das Seil ist nicht lang genug. Oh nein. Verschollen im Weltall. Und ich war noch nicht einmal auf der Toilette. Hier hast du ein Lasso, Ben. Danke, Dad. Halten Sie still. Ich versuche jetzt, das Lasso um Ihre Taille zu werfen. Ich hab sie. Juhu! Du bist der Retter von Nanny Plum. Oh, danke, Ben. Ich danke allen dafür, dass ich gerettet wurde. Lassen Sie sich das eine Lehre sein, Nanny Plum. Nie wieder eine Tür öffnen. Ich wollte mich nur mal umschauen. Das wird künftig unterlassen. Dies ist eine ernsthafte Mission. Die Elfenehre steht auf dem Spiel. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich fasse nie wieder etwas an. Feen-Ehrenwort. Gut, so. Nun darf ich alle bitten, sich wieder anzuschnallen. Wir landen in Kürze auf dem Mond. Oh, gut. Je früher wir da sind, desto früher kommen wir zu unserem Picknick. Zum allerletzten Mal, Nanny Plum. Es wird kein Picknick auf dem Mond geben. Und treffe die Entscheidungen. Schon gut, Captain. Hauptsache, ich bekomme einen Fisch. Olli und Ben, werft die Maschine an. Ei, ei, Captain. König Ulrike, nehmt das Steuer. Okidoki, Captain. Das macht Spaß. Lenkt das Schiff nach Steuerbord. Was? Oh, nach rechts. Wieso sagen Sie es nicht gleich so? Auf See wird nicht rechts oder links gesagt, sondern man sagt stattdessen Back oder Steuerbord. Ist das nicht ein bisschen verrückt? Wir werden von Achtern fischen. Wo ist denn das? Ach, am Heck des Bootes. Kommt mal mit. Fischen ist eine Wissenschaft für sich. Man braucht dafür den richtigen Köder, kapiert? Was für einen Köder werden Sie denn heute einsetzen? Altes Brot. Altes Brot? Wen lockt denn altes Brot? Sollten wir vielleicht etwas Butter draufschmieren? Marmelade? Ja, wir werden doch nie etwas mit trockenem Brot fangen, alter Knabe. Streichen Sie Marmelade drauf. Stopp! Ich bin der Captain, also solange wir an Bord der Bounty sind, tun wir, was ich sage. Ei, ei, Captain! Seid nun still. Fische schreckt Krach ab. Ein rechthaberischer Elf, nicht wahr? Das ist ja so aufregend. Psst, nicht plappern. Jetzt wird gewartet. Sind Sie sicher, dass das so richtig ist? Natürlich bin ich sicher. Kommen Sie, lassen Sie mich mal ran. Gern. Ihr werdet sehen, es braucht Zeit, einen Fisch. Ein Fisch! Es hat einer angebissen. Holly, greif dir das Netz. Mach dich bereit, ihn jetzt zu schnappen. Gut gemacht, Daddy. Wow, der ist aber groß. Ein richtiges Prachtexemplar. Und ich hab ihn gefangen. Ach, das ist höchstens ein Fischlein. Das muss der größte Fisch im ganzen See sein. Der ist viel zu klein. Prinzessin Holly und König Ulrike. Hurra! Hurra! Sieh nur, da kommt gerade Mr. Elf und bringt den Musikern die Instrumente. Hallo Holly, das war für heute die letzte Lieferung. Jetzt können wir spielen. Du bist vielleicht fertig, Ben. Doch ich muss erst noch arbeiten. Holly, es ist jetzt Zeit für die Rede. Hallo. Ich finde, ihr seht alle fantastisch aus und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Tanzfestival. Eine tolle Sache. Eine tolle Sache. Hurra! Hurra! Und wie geht es weiter? Nun kommt der schwerste Punkt. Wir sitzen ganz still, allerdings ohne einzuschlafen. Zu Ehren eurer Majestät zeigen wir nun einen Volkstanz. Wie fürchterlich. Töten langweilig. Wirklich gut. Fantastisch. Daddy, los, komm.
Wir tanzen auch. Was? Ich kann doch... Tja, na schön. Wäre bei eurer Musik vielleicht auch etwas Moderneres möglich? Ja, natürlich. Sie hat ja ihren Zauberstab liegen lassen. Da du gerade Holly sagst, wir sollten die Kinder einsammeln. Ich möchte nicht mehr nach Hause. Ich würde am liebsten hier bleiben, für immer und ewig. Oh, mein Gott, wie hoch das Wasser schon steht. Ben, Holly, kommt sofort aus der Burg raus. Das geht nicht. Das Wasser steht zu hoch. Holly, du kannst doch einfach ans Ufer fliegen. Schon, ja. Oh. Es ist zum Fliegen zu windig. Holly, wie wär's denn jetzt mit ein bisschen Magie? Ja, ich schwinge meinen Zauberstab und... Oh, der ist ja verschwunden. Euer Zauberstab ist hier. Ich könnte ihn zu euch rüberwerfen. Vielleicht fällt er dabei aber ins Wasser. Nur keine Sorge. Mrs. Elf ist eine ganz großartige Werferin. Und ich bin ein begnadeter Fänger. Na schön. Keine Angst, Zauberstab. Ben wird dich fangen. Fertig, Ben. Ja, Mami. Eins, zwei, drei, wuff! Hurra! Danke, Ben. Nun zaubern wir mal ein kleines bisschen. Sonne, See und Sand bringt Ben und mich aufs trockene Land. Hurra! Gemacht. Es ist so schön, dich wieder zu haben, Zauberstab. Ich wusste, dass Ben dich fangen würde. Danke, Holly. Und ich wusste, du zauberst uns sofort in Sicherheit. Ja, die Rettung war eine perfekte Mischung aus Feenzauber und Elfenkönnen. Rakete an Bodenkontrolle. In ein paar Minuten werden wir den Mond erreichen. Das ist sehr gut, Mr. Elf. Sie sind genau auf dem richtigen Kurs, um im Meer der Stille zu landen. Fabelhaft. Und dann machen wir da am Ufer ein schönes Picknick. Ach, Nanny Plum, ein für alle Mal. Wir veranstalten dort kein Picknick. Wieso nicht? Weil das kein Ausflug, sondern eine ernsthafte Elfenmission zum Mond ist. Das spricht nicht gegen ein Picknick. Alle bereit? Wir sind im Begriff, einen Ort zu betreten, den noch niemals ein Elf vor uns betreten hat. Und eine Fee auch nicht. Oh ja, Entschuldigung. Wir sind im Begriff, einen Ort zu betreten, den noch niemals ein Elf oder eine Fee vor uns betreten hat. Ich springen kann. Das ist fantastisch. Los jetzt, es ist genug rumgealbert. Hier ist mein Ablaufplan für die Mission. Erstens, Landung auf dem Mond. Gut. Zweitens, Setzen der Flagge. Ich bin jetzt der König des Mondes. Flagge setzen? Gut. Drittens, der Heimflug. Und was ist mit dem Picknick? Irgendwie haben sie das Ufer des Meeres verfehlt. Ja, wo finden wir denn nun das Meer der Stille? Ich würde gern paddeln. Ach, das sogenannte Meer der Stille ist kein Meer, das Wasser enthält. Es ist voller Sand. Und wohin gehen dann die Aliens, wenn sie Lust haben zu schwimmen? Aliens? Nanny Plum hat gesagt, es gibt vielleicht Aliens auf dem Mond. Das ist doch lediglich ein Märchen, nichts sonst. Wow! Hallo, Ben. Hallo, Holly. Hallo, weiser alter Elf. Ah, Nanny Plum. Guten Tag. Kann ich bitte einen Sack Ihres Mehls bekommen? Aber gern. Er wird für Sie bereitgestellt und das genau in einer Woche. Ich dachte, das geht sofort. Hoho,
Der Volksmund sagt schon, du treibst die Elfenwindmühle nicht an. Wieso nicht? Wissen Sie nicht, wie in einer Windmühle das Mehl gemahlen wird? Doch, das weiß ich genau. Weiser alter Elf, können Sie uns nicht zeigen, wie das Mehl gemahlen wird? Natürlich kann ich das. Bitte mir zu folgen. So, kann mir irgendjemand sagen, was das ist? Das ist ein Elf. Nein, nein, was der Elf in seiner Hand hält. Das ist Weizen. Ja, sehr gut, Ben. Und wer weiß, was wir mit dem Weizen in der Elfenwindmühle machen? Ich weiß es. Wir nehmen den Weizen und dann... Halt einen Moment, Ben. Lassen wir den Feen die Chance, es uns zu sagen. Wird damit der Boden ausgefegt? Nein, nein, nein. Aus den Weizenähren wird das Mehl gemacht. Zuerst geben wir den Weizen in diesen Trichter hinein. Wenn er durch den Trichter rutscht, werden die Teile, die wir brauchen, aussortiert. Seht es euch an. Hier lang, dann bitte. Wohin fahren wir denn jetzt? Nanny Plum, welche Aufgabe erwartet mich denn heute als erstes? Ihr vollzieht die Taufe eines Elfenschiffes, Eure Majestät. Und wie wird so ein Schiff getauft? Gleich siehst du's. Prinzessin Holly und König Aurikel. Hurra! Hurra! Hier rein werde ich jetzt sprechen. Kompliment, liebe Elfen, für den Bau dieses Schiffes. Es macht einen guten Eindruck. Und ich bin sicher, ihr werdet daran viel Freude haben. Reife Leistung. Nun zerschlagen wir noch eine Flasche Feensekt mit Schwung am Schiffsrumpf, Holly. Oh, aber wo ist denn bloß der Sekt? Tut mir sehr leid, Eure Majestät. Wir hatten heute sehr viel zu tun. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Weiter geht's zu unserer nächsten Auslieferung. Mach's gut, Holly. Mach's gut. Ich erkläre das Schiff für getauft und wünsche allzeit gute Fahrt. Als nächstes? Wir schütteln Hände und stellen Fragen. Hallo, was ist Ihre Aufgabe? Oh, ich hämmere Metallteile fest, Eure Majestät. Das finde ich höchst interessant. Hallo, und was ist Ihre Aufgabe? Ich bin der Schiffskoch, Eure Majestät. Das finde ich höchst interessant. Und was ist Ihre Aufgabe? Ich bin der Kapitän, Prinzessin Holly. Das finde ich höchst interessant. Hallo, weiser alter Elf. Hallo, Prinzessin Holly. Willkommen auf der Elfenfarm. Dankeschön. Den Helm müsst ihr noch aufsetzen. Wieso? Na, weil dir etwas auf den Kopf fallen könnte. Oh. Hier lang geht es zu den Karotten. Das ist unser Karottenfeld. Oh. Abstand halten! Karotte kommt hoch! Zieht hoch! Zieht hoch! Zieht hoch! Wow! Ah, hallo Prinzessin Holly! Guten Tag, Mrs. Elf! Hier lang. Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist unser Salatbeet. Oh. Alles zurückziehen. Alles zurückziehen. Alles zurückziehen. Alles zurückziehen. Wieso haben Sie einen Schirm aufgespannt? Wir lassen es jetzt kräftig regnen. Mit Zauberei, ja? Wir können ohne Zauberei auskommen, weil wir eine gewaltige Gießkanne haben. Wow! Hebt an! Hebt an! Hebt an! Hebt an! Das ist ja beeindruckend. Das war der größte Fisch, den ich je gesehen habe. Ich habe einen gesehen, der war viel, viel größer. Wirklich? Wirklich. Zum allerersten Mal getroffen habe ich ihn vor vielen Jahren, den großen, bösen
Barry. Der große, böse Barry? Wer ist das? Oh, das ist der größte, riesigste, mächtigste, gigantischste Fisch, den die Welt jemals gesehen hat. Nein. Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Ich fuhr so dahin in meinem Lieblingsboot, der Hilda, als ich zum ersten Mal den großen, bösen Barry sah. Ich wusste sofort, den musst du fangen. Ich musste der Fischer sein, der ihn nach Hause bringt. Für das gewaltigste Fischessen in unserer Geschichte. Ich probierte verschiedene Köder aus, bevor ich herausgefunden hatte, was Barry mochte. Käse. Käse? Käse. Ich hängte ein Stück an die Angel und Barry hing sofort am Haken. Das Problem war nur, dass er stärker war als mein altes Boot, Hilda. Bad Barry schleifte meine arme Hilda kreuz und quer über den ganzen See. Und als er damit fertig war, da fraß er sie. Er hat die Hilda gefressen? Das hört sich ja schrecklich an. Das war es. Dann haben sie sich die Bunty als Ersatz für die Hilda gebaut? Nein. Zuerst war da die Doris, dann die Peggy, es gab die Abigail, die Fifi und die Trixie Belle. Nicht zu vergessen die Sabrina, die Vicky und die Miss Bubu. Er hat sie alle gefressen. Ich kann gar nicht aufzählen, wie oft ich versucht habe, ihn zu fangen. Er war jedoch immer zu stark. Ach, deswegen war unser ganzer Käse stets weg. Am Ende gab ich auf. Der große böse Barry ist immer noch hier. Irgendwo. Macht's gut, Aliens. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich mag Aliens. Ja, sie sind ganz süß. Und nun bitte wieder alle die Startposition einnehmen. Ich aktiviere die Steuerung und... Oh. Was ist denn los? Der Treibstofftank ist leer. Ah, wir haben offenbar keinen Treibstoff mehr. Was bedeutet das? Dass wir festsitzen hier auf dem Mond. Für immer. Oh nein. Was? Was ist los? Ich habe ausreichend Treibstoff getankt für die Reise der Rakete zum Mond. Ich habe aber völlig den Rückflug vergessen. Oh je, das war aber etwas schusselig. Ja, das war äußerst schusselig. Und dann noch die sturen Elfenregeln. Hätten wir unsere Zauberstäbe mitnehmen dürfen, hätten wir mit Magie zurückkehren können. Aber natürlich war irgendwer... Mit dem magischen Picknickkorb von Ihnen gab es ja wohl genug Zauberei für einen Tag, möchte ich betonen. Ich meinte ja auch keine Zauberei wie magisches Gelee. Magisches Gelee? Oh ja, natürlich. Nanny Plum, hören Sie ganz genau zu. Ich möchte, dass Sie den magischen Picknickkorb in den Treibstofftank hineintun. Wieso? Jetzt ist für Erklärungen nicht die Zeit. Machen Sie es einfach. Hier ist der Treibstofftank, Nanny Plum. Nun bitten Sie den magischen Picknickkorb um Gelee. Was? Sie haben doch aber gesagt, kein magisches Gelee mehr. Schon vergessen. Ich weiß, was ich gesagt habe, aber das ist ein Notfall. Na schön, wie viel Gelee wollen Sie denn? Eine Menge. Ja, gut. Was? Wie soll uns das helfen? Das Gelee kommt aus dem magischen Picknickkorb mit einer verblüffenden Geschwindigkeit. Brrr. Wir nutzen nun diese Kraft des Gelees aus, damit die Rakete fliegt und alle sicher nach Hause kommen. Hätte ich das gesagt, hätten Sie mich glatt für verrückt erklärt. Aber das haben ja nicht Sie gesagt, sondern ich. Das ist er, der große böse Barry. Was für ein Fisch. Daran essen wir ja ein paar Wochen. Er hat sich den Käse geholt. Ja. Motor anlassen. Volle Kraft voraus. Wir bewegen uns doch gar kein bisschen. Aber ja. Der böse Barry schleppt uns rückwärts. Festhalten! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Ich denke eher, dass er uns hat, Daddy. Holly hat recht. Wir hätten nie versuchen sollen, den schrecklichen Barry zu fangen. Er ist zu groß. Er ist zu böse. Wir müssen ihn loslassen. Niemals. Er gibt schon auf. Das glaube ich kaum. Jetzt frisst er ja die Angel. Dann kann er sie haben. Ich gebe sie hin. Tut mir leid, dass wir versucht haben, dich zu fangen. Nichts für ungut. Er frisst die Bunty. Schnell ins Rettungsboot. Runter vom Schiff. Frauen, Kinder und Könige zuerst.
Hallo allerseits. Die Pommes frites sind fertig. Wo ist der Fisch? Oh, was geht da vor? Der große, böse Barry frisst gerade die Bounty. Yum, yum, yum. Oh je. Denkt ihr, Barry hätte gern ein paar Pommes frites dazu? Ich schätze, er ist voll. Leider, arme Bounty. Ich hab dich sehr geschätzt. Tja, was werden wir denn dann essen? Ich denke, ich hätte gern Fischstäbchen. Mit Pommes frites! Darf ich vorstellen? Die Elfenrakete. Imposant. Und sie fliegt? Und sie fliegt? Natürlich fliegt sie. Das ist eine Elfenrakete. Die Rakete landet genau hier. Das ist das Meer der Stille. Oh, an einer Küste. Da können wir auch Sandburgen bauen. Wie schön, dann picknicken wir am Strand. Man kann da auch paddeln, würde ich denken. Es existiert doch kein Wasser da auf dem Mond. Und woraus besteht dieses Meer denn dann? Aus Felsen. Ein Felsenmeer? Was hat man denn davon? Jetzt alle genau zuhören. Es ist eine äußerst ernsthafte Mission. Es gibt kein Schwimmen und auch keine Picknicks. Hier, das ist die Hauptkabine. Die Kabine ist ein wenig klein geraten. Da bleibe ich lieber gleich unten in der Küche. Der Küche? So etwas gibt es hier nicht. Keine Küche? Wofür braucht man denn dann den ganzen Platz? So viel Platz brauchen wir für den Treibstoff, Nanny Plum. Ich habe genau ausgerechnet, wie viel Treibstoff erforderlich ist für eine Reise zum Mond. Wo finde ich denn die Toilette? Die existiert nicht. Das heißt, Sie müssen gehen, bevor Sie starten. Keine Toilette? Aber nach einem Picknick am Strand muss man sicher mal... Nanny Plum, es gibt kein Picknick am Strand, verstanden? Das ist eine sehr ernsthafte Mission. Wir reisen doch schließlich zum Mond. Prinzessin Holly und König Aurikel. Hurra! 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 Hier sind die Finalisten, Eure Majestät. Zum einen diese Tomate. Ah, sie ist groß. Und zum anderen diese Erdbeere. Sie ist auch sehr groß und rot. Pass auf, jetzt muss ich wieder eine Rede halten. Wirklich eine tolle Leistung von euch, diese Züchtung der Früchte. Beeindruckend ist ihr Ausmaß. Und ohne weitere Umschweife entscheide ich, der Gewinner ist die Tomate. Oder vielleicht die Erdbeere. Nein, nein, die Tomate. Warte, da ist doch eindeutig Zauberei im Spiel. Ja, jedes Mal machen sie das. Wieso untersuchen wir nicht einfach, welcher Geschmack am besten ist? Was für eine gute Idee. Kosten wir sie. So können wir doch was essen. Zuerst die Hauptspeise, die Tomate. Ganz köstlich. Als Nachspeise die Erdbeere. Schmeckt lecker. Ich muss sagen, beide waren sehr lecker. Sie gewinnen beide. Ja! Hurra! Hurra! So, wo ist der Pokal? Komme ich etwa zu spät, Eure Majestät? Nein, genau rechtzeitig. Gratuliere, eine glänzende Leistung. Hurra! Hurra! So, was ist mit eurem Zauberstab los? Er ist einfach zerbrochen. Damit hat sie gegen einen Stein geschlagen. Ja, ja. Wir müssen jedoch herausfinden, was genau mit dem Zauberstab nicht in Ordnung ist. Die Röntgenaufnahme zeigt, dass der Stiel erneuert und die Zahnrädchen gewartet werden müssen. Hier entlang. Das hier ist das Stielhaus, wo wir Holzstiele für die Zauberstäbe züchten. Aber auf der Wiese liegen doch massenhaft Stöckchen, die man nehmen könnte. Ja, aber für einen Zauberstab muss es eine spezielle Züchtung sein. Und die
muss dazu noch von der richtigen Baumart stammen. Korrekt, Nanny Plum. Das Holz für meinen Zauberstab kommt von einem Pflaumenbaum, denn auf Englisch heißt Pflaume Plum. Bei euch, Holly, stammt das Holz von einer Stechpalme, die auf Englisch... Holly heißt. Sehr richtig. Und, Romy, aus welchem Holz ist dein Zauberstab gemacht? Wenn ich meine Haare ansehe, wird es eine Rotbuche sein. Oh. Mal sehen, wie sich das anfühlt. Er ist ein bisschen groß. Er kann natürlich beschnitten werden. Daher ist diese Reparaturphase eine Mischung aus Holzbearbeitung und Gärtnern. Ist er denn jetzt fertig repariert? Nein, noch nicht, Prinzessin Holly. Der Kopf kommt auch noch dran. Folgt mir. Das ist der Uhrwerksraum. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schaff uns Gelee in Massen her. Oh, alle gut festhalten. Es funktioniert. Hurra! Helfenrakete an Bodenkontrolle. Wir sind auf Kurs zurück zum kleinen Königreich. Und das mit Gelee als Treibstoff. Hurra! Sie sind auf dem Heimweg. Mr. Elf, bitte landen Sie die Elfenrakete genau in unserem Froschteich. Jawohl. Wo sind Sie denn? Da kommen Sie. Und jetzt bitte zurücktreten. Alle in das Schlauchboot. Wir sind zurück. Willkommen zu Hause, Ben und Holly. Wir sind zum Mond und zurückgeflogen. Die Mission war also ein absoluter Erfolg. Das verdanken wir der beeindruckenden Elfengeschicklichkeit. Sie meinen wohl, wir verdanken es dem magischen Gelee. Was? Na, ohne das magische Gelee wären wir immer noch auf dem Mond. Ist schon gut, Nanny. Streiten wir uns doch nicht über solch winzige Details. Lassen Sie uns sagen, Elfengeschick brachte uns auf den Mond und Feenzauber brachte uns wieder nach Hause. Hurra!